Ich grüße euch alle herzlich. Jeder von uns will wissen, was das neue Jahr uns bringt, was es für jedes Sternzeichen bereithält. Also, das Jahr 2020 steht unter der Regentschaft des Mondes und es steht für Gefühl und familiären Zusammenhalt, für Vertrautheit und Nähe. Im astrologischen Sinne ist das Mondjahr von besonderer Bedeutung. Einige Astrologen nennen es sogar die Geburt eines neuen Zeitalters. Es werden neue Ziele, Träume und Gedanken gesetzt. Im Besonderen steht die Familie im Mittelpunkt bei allen Menschen. Und das Mondjahr hat es gefühlstechnisch in sich. Das wird einschneidend sein für alle Sternzeichen. Der Beginn des Mondjahres markiert eine neue Ära. Die Verbindung zwischen Saturn und Jupiter leitet einen neuen 20-jährigen Zyklus ein. Denn der Mond hat auf das Leben mehr Einfluss, als wir denken. Er steuert die Gezeiten mit seiner Anziehungskraft für Ebbe und Flut. Schon die Römer verehrten den Mond als Göttin und nannten den Mond Luna. In diesem Jahr trifft sich Pluto mit Jupiter, zu den bestimmten Zeiten auch mit Saturn. Dieses Treffen findet nur alle 100 Jahre statt. Deshalb nennen die Astrologen es als die Geburt eines neuen Zeitalters. In der Numerologie ist 2020 ideal für eine Geheimzahl geeignet, weil sie harmonisch ist und schön aussieht. Aber bei der Numerologie geht es nicht ums Aussehen. Bei der Zahl 2020 wird die Quersumme gebildet. Und das ist die 4. Laut der Zahlenlehre über das bestehende Viererjahr heißt es, dass das meiste positiv ist. Na, wunderbar. Doch was bedeutet dies für die doch unterschiedlichen Sternzeichen? Um speziell auf dein Sternzeichen eingehen zu können, kannst du mich anrufen und du bekommst eine detaillierte Aussage. Ruf mich einfach an. Die Nummer seht ihr unter meinem Video. Oder besuche meine Homepage, um genaueres über mich zu erfahren. Ich würde mich freuen. Ich warte auf euch, auf dich, eure Deria.